Schönen guten Morgen. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen und ich grüße Sie ganz herzlich, Sie, die hier in diesem Gottesdienst sind und auch die zu Hause sind und machen online unseren Gottesdienst mit. Und ich grüße Sie mit dem Tagesspruch aus der Offenbarung, Kapitel 22, da heißt es: Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Nochmal steht der Sonntag im Zeichen des Endgerichts. Aber nicht ängstliches Warten soll die Reaktion auf dieses Szenario sein, sondern wir sollen die Zeit ausnutzen. So wie der gute Knecht im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden versucht hat, die Gaben zu mehren, Paulus ruft dazu auf, nüchtern zu leben, in der Freude der Kinder des Lichts, die Zuflucht haben für und für. So, lass uns das erste Lied singen, Lied Nummer 134, 1 bis 4. Komm, o komm, du Gleis des Lebens. Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns den Weg des Lebens in deinem Sohn gezeigt. Wir bekennen, wie schwer wir von ihm lernen und wie zögernd wir ihm nachfolgen. Du hast uns gerufen und wir haben nicht auf dich gehört. Deine Herrlichkeit ist erschienen und wir sind blind gewesen. Du hast deine Hand nach uns ausgestreckt und wir sind davor zurückgewichen. Wir haben viel empfangen und wenig gedankt. Wir sind deiner Liebe unwürdig. Herr, erbarme dich unser und vergib uns unsere Sünde. Lob sei dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Ja, wir wollen Gott loben mit dem Psalm 90, 1 bis 8. Wir lesen den abwechselnd. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du lässt die Menschen zurück zum Staub und sprichst, komm wieder, ihr Mensch. Denn 1000 Jahre sind für dich wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Wache in der Nacht. Von Jahr zu Jahr durch Menschens Haus, so gleich in den Tag. Am Morgen grünt es und blüht, am Abend wird es geschnitten und welk. Denn wir werden durch deinen Zorn werden vernichtet durch deinen Sinn. Du hast unsere Sünden vor dich hingestellt, unsere geheime Schuld in das Licht deines Angesichts. Unsere Tage zählen leer und dann gewinnen wir ein herrliches Herz. Ihr seid dem Vater. Was wir getan haben und nach dem, was wir versäumt haben. Lass uns sorgsam umgehen mit unserer Zeit, beherzt handeln und die Zeit auskaufen, die du schenkst. Und sei uns am Ende gnädig durch Christus, unseren Heiland. Amen. Wir hören die Lesungen für heute. Bitte nehmen Sie Platz. Die erste Lesung für diesen Sonntag finden wir aufgeschrieben im Buch des Propheten Zephania, Kapitel 1, Vers 7 und 12 bis 18. Seid stille vor Gott, dem Herrn, denn des Herrn Tag ist nahe. Denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geladen. Zur selben Zeit will ich Jerusalem mit der Lampe durchsuchen und aufschrecken die Leute, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und sprechen in ihrem Herzen. Der Herr wird weder Gutes noch Böses tun.
Ihre Güter sollen zum Raub werden und ihre Häuser verwüstet. Sie werden Häuser bauen und nicht darin wohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und keinen Wein davon trinken. Des Herrn großer Tag ist nahe. Er ist nahe und eilt sehr. Horch, der bittere Tag des Herrn, da werden die Starken schreien. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut soll vergossen werden, als wäre es Staub, und ihre Eingeweide sollen weggeworfen werden, als wären sie Kot. Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zorns des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Grimms verzehrt werden. Denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allem, die im Lande wohnen. Die zweite Lesung ist in dem ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasset uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da trunken sind, die sind des Nachts trunken. Wir aber, die wir des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern das Heil zu gewinnen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, auf das wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben sollen. Darum ermahnet euch untereinander und erbauet einer den anderen, wie ihr auch tut. Hier enden die Lesungen für heute. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Lebensweg. Halleluja! Das Evangelium für diesen Sonntag ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Er sei dir, o Herr, denn es ist wie ein Mann, wie einen Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging er dahin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn.
Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat Herr zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in die Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wieder bekommen mit Zinsen. Darum nun nehmt ihm zum Zentner ab und gib ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zahnklappen. Wort des lebendigen Gottes. Lob sei dir. Wir wollen unseren Glauben mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie Platz und lasst uns das Lied Deine Hände, großer Gott, singen, 424. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Da erzählt Jesus diese kleine Geschichte, dieses Gleichnis. Ein Mann geht auf eine lange Reise und er kehrt lange Zeit nicht zurück. Und jeder, der in der biblischen Sprache zu Hause ist, weiß, da Jesus selber gemeint ist. Wir glauben, und die ersten Christen haben das noch zu ihren Lebzeiten erwartet, dass er irgendwann wiederkommen wird. Aber diese Zeit dazwischen, was ist mit dieser Zeit, die dann doch sehr lange wird? Und da heißt es, bevor der Herr auf Reisen geht, ruft er seine Diener und vertraut ihnen sein ganzes Vermögen an. Im heutigen Evangelium heißt es, dass ein Herr sein ganzes Vermögen aufteilt. Den einen gab er 5 Talente oder Zentner, wie es im Text heißt, dem anderen 2 Talente oder Zentner und einen anderen eines, jedem nach seiner Fähigkeit. Dieser letzte kleine Anhang ist mir wichtig. Gott, er überfordert keinen Menschen. Jedem nach seiner Fähigkeit. Wenn Gott einen Menschen eine Aufgabe anvertraut, wenn Gott möchte, dass durch meine Hände seine Liebe in dieser Welt kommt, dann kann Gott meine Möglichkeiten und Fähigkeit genau einschätzen. Meine Stärken, die ich habe, und auch meine Schwächen. Gott weiß ganz genau, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe oder wie viel für meine Familie drauf geht oder für meinen Beruf. Gott weiß genau, welcher Graben, welche Veranlagung, welche Natur ich habe, was ich kann oder was ich nicht kann. Und es ist gut zu wissen, Gott überfordert mich nicht. Gott setzt mich ein nach meinen Fähigkeiten. Wir überfordern uns untereinander gegenseitig, aber Gott überfordert einen Menschen nicht. Aber das hat natürlich eine Konsequenz. Wenn das stimmt, dass Gott jedem nach seiner Fähigkeit die Talente gibt, dann bedeutet das auch, ich darf nicht ständig auf den anderen schielen. Der hat aber 5 Talente bekommen und ich habe nur 2. Ich habe bloß 1. Das ist ganz verhängnisvoll, wenn man dauernd auf den anderen schaut, was der hat. Wenn Gott dem einen 5 gegeben hat und mir nur 2 Talente gegeben hat, dann erwartet er von mir auch nicht 5, sondern nur 2. Aber von dem anderen vielleicht 5. Jede nach seiner Fähigkeit. Dem einen hatte Gott 1 Talent geschenkt. 1, nur 1. Aber das war nicht das Problem. Das Problem war, dieser, der 1 Talent hatte, hatte mit seinem Talent nicht gearbeitet. Er hat es nicht durchgebracht, er hat es versteckt. Er gibt es nach langer Zeit dem Herrn unverändert zurück. Er hat es einfach nur vergraben. Und dieser Knecht wird von Jesus getadelt. Du fauler, du schlechter Knecht. Und er wird
in die äußerste Finsternis geworfen, wo er heult und mit Zähnen knirscht. Frage: Welche Talente hat Gott dir gegeben? Und wie nutzt du diese Talente? Oder vergräbst du die Talente auch einfach nur? Ich vermute, dass ganz viele Talente in unseren Kirchen oder christlichen Gemeinden ungenutzt und brach liegen und vergraben sind. Vielleicht ist jemand da, dem hat Gott eine gute Stimme geschenkt. Warum soll ich diese Gabe nur beim Hockeyspiel einsetzen? Warum meldest du dich nicht in einen Kirchenchor an? Oder lass uns einen neuen Kirchenchor bilden. Oder vielleicht ist jemand da, der gut organisieren kann. Warum stellt er diese Fähigkeit nicht in den Dienst der Gemeinde, Kirchengemeinde? Vielleicht ist jemand da, der früher in seiner Jugend Gruppenleiter gewesen ist oder Gruppenleiterin. Da kam die Bundeswehr und dann kam die Ausbildung und dann hat er geheiratet, dann kamen Kinder und die ganze Zeit über diese Gabe brach gelegen. Das ist auch gar nicht schlimm. Denken Sie an den Grundsatz, jedem nach seiner Fähigkeit. Gott wusste, dass in dieser Zeit anders wichtig war. Doch jetzt sind die Kinder nicht mehr im Kleinkindalter. Warum soll ein solcher Mann oder eine solche Frau dann nicht sagen, gut, ich bin jetzt erwachsen, ich habe die Möglichkeit, diese Gabe noch einmal einzubringen in der Gemeinde, Kirchengemeinde, in den verschiedenen Gruppierungen. Wo sind denn die Menschen, die diese Gabe dann noch einmal einbringen? Nun sagen ja manche, vor allem Älteren in einer Gemeinde, was sollen wir denn schon noch einbringen? Und wenn die Eltern dann schließlich krank zu Hause sitzen, kaum noch raus können, was sollen wir denn dann noch einbringen? Früher, da hatten wir das noch gekonnt, aber heute, wo wir krank und alt sind, doch auch die haben eine ganz wichtige Gabe. Es gibt eine Gabe, die Gott speziell für Kranke und Alte hat. Das ist die Gabe des Gebets. Wir brauchen eine kämpfende Truppe, die aktiv ist. Wir brauchen aber auch die betende Truppe, die vor Gott steht und die Dinge durchbetet. Ich las mal eine Geschichte eines alten Mannes, den einem Pastor jeden Monat das Abendmahl brachte. Er war nicht im engeren Sinne krank, er war gehbehindert und konnte nur noch so ein kleines bisschen in seinem Zimmer hinher humpeln. Er kam nicht mehr aus dem Haus raus. Nachdem der Pastor ihm das Abendmahl gegeben hatte, hatte er den Pastor jedes Mal mit Fragen überschüttet über die Gemeinde. Wie viele zum Abendmahl gingen, wie läuft ihm der Kirchenchor, haben sie genügend Kandidaten gefunden für den Kirchengemeinderat? Er wollte alles ganz genau wissen, was in der Gemeinde los war. Manchmal hat er sich Notizen gemacht. Einmal fragte der Pastor, warum er dann alles so genau wissen will. Ja, sagte er, damit ich dafür beten kann. Da hat er alles bis in die kleinsten Kleinigkeiten im Gebet vor Gott getragen. Zeit genug hatte ja er. Und dann sagte er zum Pastor, soll ich Ihnen mal meinem Gebetsbuch zeigen?
Und dann holt er aus der Schublade ein kleines Heft, altes Heft heraus, ein einfaches Schulheft, total zerfleddert. Da stand Hunderte von Namen, die er immer wieder jeden Tag vor Gott gebracht hat. Und da war eine Spalte nach dem Gebeten. Da standen wieder eine ganze Reihe Jahreszahlen. Und er sagte, das ist die Spalte, da könnte ich eigentlich darüber schreiben, erledigt. Das sind jeweils die Daten, wo Gott mein Gebet erhört hat. Ich kann es mir gut vorstellen, wie dieser Pastor bei diesem Mann gespürt hat. Langeweile beim Beten hat er nicht gehabt. Der hat eine Freude ausgestrahlt. Der war mehr in der Gemeinde aktiv als viele, die in die Gruppierungen tätig waren, weil er mit dem Herzen, mit seinem Herzen alles aufgenommen hatte und das dann vor Gott gebracht hat. Das ist das Geheimnis eines frohen Christenseins. Setze dich die Gaben, die Gott mir gegeben hat, ein, auch wenn es vielleicht nur ganz kleine Talente sind, setze ich voll ein. Tu das und du wirst Freude erleben. Denn dieses Wort des Evangeliums geht ein in die Freude deines Herrn. Ist ja nicht nur das ewige Leben gedacht, nein, das gilt hier auf dieser Erde schon. Aber schau auf der anderen Seite den Knecht, der sein Talent vergraben hat. Wenn Jesus da am Ende sagt, werf ihn hinaus in die Finsternis, dort wird er heulen und mit Zähnen knirschen. Damit ist auch nicht nur die Hölle gemeint. Schauen Sie sich einmal die vielen Christen an, die ihr Talent vergraben, die immer alles schwarz sehen in der Kirche. Das ist Finsternis. Da immer nur stöhnen und wieder sich aufregen, immer wieder klagen und mit Zähnen knirschen über die schlechten Zustände der Kirche und in der Gesellschaft. Einer, der seine Gabe einbringt, hat diese Haltung nicht. Hier ist der Grund, ob wir froh sind als Christen oder ob wir so ein träges Christenleben führen, wo alles schwarz in schwarz ist. Nimm die Talente, die Gott dir gegeben hat, an und setze sie ein. Das vertraut Gott dir an. Das ist die Botschaft, die ich aus diesem Evangelium verstanden habe. Ich hoffe, dass Sie es auch erkennen. Und ich sage Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Bitte nehmen Sie Platz und wir singen das Lied 502, 1 bis 3. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit und dann sammeln wir das Opfer ein.
freundlich und seiner Güte wird ewiglich. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du Schöpfer der Welt, der allem Geschaffenen das Leben gibt, wir bitten dich für die, die allein sind, dass sie auf anderen und wir auf sie zugehen können. Für die, die Angst haben vor der Zukunft, die nicht wissen, wo sie arbeiten, leben oder wohnen sollen. Für die, bei denen finanzielle Not herrscht. Für die, die unzufrieden sind, dass sie sich nicht auffressen lassen von ihrer Unzufriedenheit, sondern den Weg zur Zufriedenheit finden. Für die, die krank sind oder sich um kranke Freunde, Angehörige sorgen, sei du bei ihnen, gib ihnen Kraft und Zuversicht. Für die, die Unrecht getan haben und denen Unrecht widerfahren ist. Für die, die trauern, weil sie einen lieben Menschen verloren haben, spende du Trost und Hoffnung. Für deine St. John's Gemeinde, hauptsächlich für unsere Konfirmandengruppe, die sich heute zu ihrem Glauben bekennen, damit sie auch deiner Lehre folgen können. So beten wir für die unsere Kranken, Cardia Fraser, Egon Litzmann, Frieda Grönling, Günther Kronen, Paul Nostbacken, für die Familie von Randy Meissner wegen des Sterbens seiner Schwiegervater. Nimm dich unsere Bitten an. Rette und erhalte uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir sind hier zusammengekommen und wollen miteinander das Abendmahl feiern. Jesu ruft uns an seinem Tisch. Wir können kommen mit all unseren Nöten und mit all unserer Sorge. Im Leiden ist er unser Bruder geworden. Er will uns stärken durch seine Gegenwart und wir erfahren Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Und so, der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaftig würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und wir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit heiligen Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimme und bekennen ohne Ende. Heil. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib für euch gegeben, solches tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Alles bereit und seht, wie freundlich unser Herr ist. Lasst uns beten. Wir haben miteinander Brot und Wein empfangen und die Gemeinschaft mit Jesus Christus erfahren. Du, Gott, bist bei uns und hast uns gestärkt. Das weckt in uns die Zuversicht, dass wir in unseren Nöten nicht allein sind. Von dir und durch dich leben wir. Amen. Der Segen des Gottes, des Friedens und der Gerechtigkeit sei mit uns. Der Segen des Sohnes, der die Leidenstränen dieser Welt weint, sei mit uns. Und der Segen des Geistes, der uns zur Versöhnung und Hoffnung anstiftet, sei mit uns, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Sie haben bestimmt die Announcements in Ihrem Bulletin. Ich werde sie nicht wiederholen. Sie können sie in der Ruhe zu Hause lesen. Aber jedenfalls ganz herzlichen Dank für diese Möglichkeit, wieder mit Ihnen hier zu sein. Es ist für uns immer eine große Freude. Und nach dem englischen Gottesdienst haben wir auch heute Konfirmation. Es sind 4 Jugendliche, die konfirmiert werden, und 3 von denen habe ich noch getauft. Das ist für mich dann eine große Ehre. Steht nicht im Bulletin. Ich weiß nicht, ob diesen Mittwoch ist. Ah, so, das soll jetzt. Okay. Okay. Dankeschön. Sonst wünsche ich Ihnen allen noch eine schöne Woche, einen schönen Sonntag, und lass uns das Ausgangslied singen, 162, die Strophe 1 und 4. 1 und 4. Des Herrn.